Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier eine Fenstersicherung FPR 217. Diese Sicherung wird angebracht an Fenstern, Terrassentüren oder Balkontüren kann man diese montieren. Und sie lässt sich auch einfach montieren. Wichtig ist nur, dass man die Bohrlöcher rechts und links nach einem Fenster oder am Fenster oder im Rahmen im Mauerwerk richtig gerade setzt. Ja, das Schloss hat ja, zwei Schrauben. Das sind diese Anker, wo das nachher praktisch reingesetzt wird. Dann haben wir dazu diese Dübel. Die sind werden mit Verbundsmörtel nachher befestigt. Die kleine Schraube hier und den Dübel für den Haken, dass man das an der Wand aufhängen kann. Zwei Schlüssel und eben halt zwei Abdeckklappen. Der Riegel selber ist mit einem Schloss ausgestattet, sodass man das dementsprechend abschließen kann und dass es von außen jemand nicht wieder abbauen kann, falls er die Scheibe kaputt schlägt. Dieses Teil hier, das wird hinten in das Rohr, dieses hier, das ist ein Vierkantrohr, das kann ich mal zeigen, wird das nachher eingesetzt. Das wird praktisch hier am Ende ist das, das ist hier ein Vierkantrohr, da wird es dann also praktisch reingeschlagen oder reingedrückt. Dieser Riegel ist oder diese Sicherung ist ja, sehr stabil und ich habe sie jetzt schon ein paar Mal montiert. Sie ist ein bisschen teuer in der Anschaffung. Ich habe jetzt mal an einer preisgünstigen Variante gearbeitet und die funktioniert auch. Es werden auch die gleichen Produkte wie hier verwendet. Die Grundlänge ist hier 100 Zentimeter, das heißt also 1 Meter. Und es steigert sich nachher hoch. Also ich könnte theoretisch so einen Fensterverschluss in 3 Meter Länge liefern, wobei 3 Meter natürlich auch ein bisschen schlecht zu handhaben ist, sind vom Handling her, aber es ist machbar. Abus bietet das so selber nicht an, aber ich kann das in verschiedenen Längen noch anbieten, wo Abus sagt, das gibt es so nicht mehr bei dem im Vertrieb. Ja, was ist sonst noch zu sagen zu dem Riegel? Er sieht ja vernünftig aus. Also es hat auch eine formschöne Sache. In einer kurzen Variante so 1 Meter oder 1,50 Meter, 1,80 ist es so, ist es auch noch alles gut handelbar. Ab dann wird es ein bisschen schwieriger, aber es ist machbar. Aussehen tut das bei einer Balkon- und Terrassentür optisch sehr gut, muss ich sagen. Also gefällt mir besser als ein anderes Produkt von Abus. Das ist so eine Rundstange. Das sieht nicht so schön aus, ist klobig und hier haben die sich wirklich was Tolles einfallen lassen. Ja, was kann ich noch sonst noch dazu sagen? Es gibt dazu zwei Schlüssel, die sind nummeriert. Das ist so, dass man die auch gleichschließend machen kann hier. Das heißt also, wenn man da zwei Stück von hat, dass man das alles mit einem Schlüssel machen kann. Ja, das ist das, was ich da gut zu sagen kann. Neben dem Fenster kann man das nachher aufhängen. Da gibt es diesen Aufhänger für. Wie gesagt, der mit diesen beiden Schrauben, mit dieser Schraube und dem Dübel befestigt wird, so dass man das Ganze nicht irgendwo hinlegen muss oder hinstellen muss, sondern eben halt, dass man das neben das Fenster hängen kann und so auch nicht im Wege rumliegt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Alles Weitere schreibe ich unten im Text drin. Kann man unten sehen bei mehr. Und ja, man hat also wirklich viel Freude daran und man hat auch das Gefühl, man ist richtig sicher.